Heute Abend soll gefeiert werden und weil so und so nur eine Bar offen hat, trifft sich hier auch das halbe Tal. Spätestens jetzt müssen die Singles entscheiden, welche Dame sie morgen wiedersehen wollen. Eva Maria und Angelika haben sich für Robert in Schale geschmissen. Ja, hallo, schau mal, das ist Robert. Hallo, hallo, wie geht's euch? Ja. Auf das freue ich mich so sehr, dass ich endlich heute tanzen darf. Und ich sehe das als Gelegenheit, wieder zu testen, wie sich der Robert fühlt, bei mir oder bei der Angie. Jetzt wird richtig getanzt halt da, na, von der links wollt ihr recht, flirtet halt und getrunken so viel halt da, was das Herz ergibt halt da. Gefällt am Robert sehr gut, dass er nicht mehr so aufgeregt ist und diese Schüchternheit teilweise schon abgelegt hat, relativ schnell. Das war eigentlich ungewöhnlich für die Zeit, dass er 12 Jahre noch keine Frau gehabt hat. Hans-Jörg geht den Abend ruhiger an. Mit Natascha an seiner Seite fühlt sich der Bäcker extrem wohl. Zwei Frauen haben ein Auge auf Hans-Jörg geworfen, aber nur für eine hat der 35-Jährige intensivere Gefühle, Natascha. Ihre beste Freundin Babsi wird zurückgelassen. Und wie schaut es jetzt aus mit dem Hans-Jörg? Empfindest du da was für ihn? Also ich sage, er ist wirklich ein ganz netter, sympathischer. Man kann sich mit ihm eben super unterhalten. Ja. Und ich muss sagen, die Natascha war ja eben auch mit. Mhm. Und dass man da eigentlich schon gemerkt hat, dass das da vielleicht zwischen denen ein bisschen gefunkelt hat. Ja, zwischen denen ja. Hans-Jörg genießt es, sich mit Natascha zurückzuziehen. Jetzt können beide endlich unter 4 Augen reden. Die Situation sieht so aus, ich würde dich gerne näher kennenlernen. Das freut mich. Also ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich will dich auch näher kennenlernen. Wir müssen die Zeit ein bisschen gemeinsam verbringen können, weil ich bin ganz begeistert von dir. Das fühlt sich im Augenblick relativ gut an, dass man wieder mal zu zweit wieder ist. Ist wieder mal eine neue Erfahrung jetzt für mich wieder. Und ich fühle mich da relativ ganz glücklich. Ja. Und das passt mir auch so, dass nicht so die Partytigerin ist, dass man eher vielleicht was Gemütliches machen kann, auch einmal zu Hause. Also wir mögen beide nicht gerne auf Partys gehen und deswegen passen wir vielleicht auch gut zusammen. It's indescribable. Don't let it disappear. Deswegen stoßen wir nochmal an. Prost auf den heutigen Abend noch. Auch Hans und Köchin Marianne wirken schon frisch verliebt. Ja, er kann ganz schön einheizen, wenn man sieht. Und es ist ein sehr heißer Abend mit ihm. Sie hat mich ordentlich ins Schwitzen gebracht. Sieht man, ne? Ich bin momentan voll fertig. Unter den Gästen ist auch ein alter Bekannter, Bauer Hans. Auch er ist noch zu haben und nützt die Gelegenheit, um ein Bier zu trinken. Wenn es passt oder es passt nicht. Oder wie siehst du das? Jetzt mal hier mal passen. Jetzt mal hier mal passen. Bei mir hat es am Becken momentan. Bei mir hat es nicht gepasst. Ja. Dann hast du Pech gehabt. Ich bin nicht eifersüchtig. Ich tue sie mich schon verwungen. Gute. Alles Gute. Servus. Servus. Wir sehen uns wieder. Gell? Passt. Okay. Mach's gut. Hans, tschüss. Weniger gut gelaunt ist Isabella. Sie war die Einzige, die bei dem nächtlichen Intermezzo auf Nadines Zimmer nicht dabei war. Anfangs war sie noch gelassen, aber mittlerweile wurmte sie doch. Die Aktion von gestern habe ich nicht so super gefunden. Was denn? Mit euch, mit dir und mit dem Thomas. Es war nichts mit mir und mit dem Thomas. Das für dich jetzt ernst mit dem Thomas oder nicht? Naja, er ist schon sympathisch und so. Aber es war nichts. Er hat einfach nur da geschlafen und ja, ich muss ihm nicht nur sagen. Sag nochmal Ehrlichkeit oder zu ihm. Hm? Er will sich das vielleicht auch wissen, was du davon haltest oder was du willst von ihm. Ja, sicher wäre es ihm ehrlich zu sagen. Also ich finde es von der Nadine nicht super, was sie gemacht hat, weil ich sag mal so, Alkohol ist keine Ausrede für das Ganze. Ja, ich verstehe Isabel schon, dass sie ihr das nicht so gefällt und nicht so taugt. Aber ich bin jung. Ich habe ein bisschen Party gemacht und da geschlafen.
Na dann schauen wir mal, wie Thomas sich aus der Affäre zieht. Ja, halb schon gesagt, wie wunderschön du heute in dein Kleid ausschaust. Danke. Also, sehr hübsch, sehr hübsch. Wie gesagt, da war echt nichts. Das war nur aus Mangel an Taxis nach Hause, dass du der Schlafgelegenheit gekommen bist. Und das war echt nichts. Und ist ja nicht, dass das. Habe ich nie was gesagt. Nein. Hab nur das Gefühl gehabt und. Nein, passt alles. Nein, nicht, dass du jetzt wegen dem sagst, nein, mich interessiert das nicht mehr. Nein. Weil, würdest du dich noch interessieren? Ich habe eigentlich noch gar nichts gesagt. Ja. Das war zu kurz. Ob das Gespräch alles zwischen den beiden geklärt hat? Von Thomas bin ich schon sehr enttäuscht, dass er da mit den Mädels mit heimgefahren ist. Weil ich sage mal, ich bin 22, habe Kinder heim. Und so einen Mann willst du dann eigentlich nicht haben, wo du weißt, wenn er allein fortgeht, heimkommen oder nicht heimkommen oder woanders schlafen. Also da bin ich sehr dagegen. Also das hat mir ein bisschen alles sehr erschrocken, das Ganze. Isabel gefällt mir vom Charakter her sehr gut, weil sie nicht mehr so eine Partygirl ist wie die Nadine, die was jedes Wochenende schaut, wo die nächste Party steigt. Sie ist einfach durchs Kind auch schon zur Ruhe gekommen und einfach eine tolle Frau. Dabei hofft, dass sie noch näher kommen heute. Ausgelassene Stimmung und jede Menge Bussis gibt es ein paar Tische weiter. Um Robert liefern sich Eva Maria und Angelika noch immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Steigt. Schon wieder. Ja, was soll denn das? Jetzt wollen alle. Sag einmal, wer ist jetzt dein Favorit? Der bessere ist Eva Maria. Herrlich und die Wahrheit sagt sie. Was ist sie? Herrlich und die Wahrheit sagt sie, da weiß ich alles genau. Halt. Ehrlich und die Wahrheit sagt die Wahrheit da. Das war das schönste Kompliment, das ich seit langem erhalten habe. Ich freue mich sehr drüber. Ich habe immer so geglaubt, dass er auf mich steht und ich stehe auf ihm. Und auf einmal sagt er sowas. Also da bin ich aus dem Sessel weggeworfen. Angelika ist auch eine tolle Frau, halt da. Aber die Eva Maria ist besser, halt da. Aber ich muss mich für entscheiden, halt da. Für die tolle Frau, halt da. Ja. Aber sich zu früh festlegen will Robert auch nicht. Recht hat er, jetzt einmal den Abend genießen. Energien hat der 36-Jährige ja genug. Da merkt man, dass er noch keine Frau gehabt hat, aber es wurde noch nicht der Löwe in ihn geweckt. Ja. Das heißt, er hat sehr viel Leidenschaft, die noch nie geweckt worden ist. Ja. Thomas hat den Tiger in sich bereits gestern Nacht mit Nadine geweckt. Selbstbewusst möchte er endlich Nägel mit Köpfen machen. Wenn schon alle drei auf ihn stehen, kann man ja frei wählen. Wie alle wisst, ich brauche nicht drei Mädels, sondern ich brauche eine Dame. Und deshalb muss ich mir jetzt für eine entscheiden von euch. Und meine Entscheidung wäre da noch überlegen, am heutigen Tag auf Isabel gefallen, weil sie eigentlich die Einzige ist, mit der man vorstellen kann, dass auch was Längerfristiges rauskommt. Deswegen würde ich gerne morgen um Einzeldate bitten. Wenn ich ganz ehrlich bin, nach dem ganzen Aktion von gestern war es nicht mehr so genau. Von der Reaktion, was ich da, du, die Nadine und Sabina gemacht habt. Also. Okay. Ups, na das ist ja richtig schief gegangen. Da sind jetzt zwei sprachlos, nämlich nicht nur Thomas, sondern auch Nadine. Die 20-Jährige hat sichtlich zu schlucken. Dass er sich nach der gemeinsamen Nacht nun für Isabella entscheidet, ist für sie ein Schlag ins Gesicht. Vielleicht nimmst du die Nadine oder die Sabina für einen Tag noch, weiß ich nicht. Okay. Ich würde da keine großen Hoffnungen machen nach dem Ganzen. Okay. Ja, na, danke für deine Ehrlichkeit und bin ich selber schuld, ja. Es ist jetzt nicht so gelaufen, wie wir es erwartet haben und ja, bin jetzt überrascht und da bin ich schon ein bisschen traurig über das, aber ob man das selbst
zu schreiben. Ich sage mal, ich habe gedacht, es wird halt nach dem Tag, aber ich habe es dann am Abend gemerkt oder am Nachmittag eigentlich gemerkt, dass es nicht so passt. Also die ganze Sache kann man nicht so vergessen. Auch Michaela hat schon mehr gelächelt. Gestern noch heiß umschwärmt, heute schon auf der Ersatzbank. Hallo, wie geht's? Komm noch ein bisschen. Du schaust doch nicht glücklich aus. Nein, heute nicht so gut. Heute mit Walter im Kaffeehaus. Und weißt du, er hat auch abgesagt. Aber was komisch war, er hat mir so eine Küche, so mit einem Herz. Und hat mir diese Küche gegeben und hat dabei auch gesagt, er wollte nichts mehr mit mir weitergehen. Aber darum hat er dann Herzkuchen geschenkt? Ja, eine Herzkuchen geschenkt. Ja, das ist aber super. Ja, findest du das normal? Nein. Eine Herz, oder? Mhm. Ich kann mir die nicht richtig vorstellen, mein Hof. Ja. Nichts gegen die, du bist eine nette Person. Obwohl sie auch von Hans-Jörg hinaus komplimentiert wurde, setzt ihr Walters Nein mehr zu. Er hat keinen Charakter gehabt und keine Kultur auch. Was soll ich sagen? Was soll ich warten von ihm? Das lässt Michaela nicht auf sich sitzen. Hey. Hallo. Hallo. Wie geht's? Gut. Hallo Walter, hey. Wie geht's dir? Ja, geht schon, ja. Ich will dir was zurückgeben. Zurückgeben? Ja, natürlich. Das geht aber nicht. Warum? Ich will dir das Herz zurückgeben. Also das Herz. Ja. Ja, das Herz. Ja. Und noch ein paar Sachen sagen, okay? Ja. Du hast mich gestern angeladen. Ja. Ja. Und heute hast du abgesagt. Und warum hast du das gemacht? Ja. Das finde ich nicht toll. Dass wenn du nicht eine hübsche Frau willst, dann suchst du eine Bäuerin und fertig. Na ja, ist geklärt, oder? Gut. Ja, ich hab schon nicht gemeint, jetzt passiert mir was. Jetzt muss ich flüchten. Wenn er keinen Charakter hat, ist mir egal. Das war nicht schön. Hat mir gestern die Herz gegeben und heute hat mir schon abgesagt. Das finde ich nicht toll. Ich glaube, dass die Männer da einfach zu wenig Kontakt mit Frauen haben und durch das einfach nicht wissen, wie man mit Frauen umgeht. Das wird sein. Oder Walter ist einfach in seinen Vorstellungen ein bisschen festgefahren, denn umschwärmt ist der 39-Jährige ja. Auch die attraktive Gerti versucht unermüdlich, ihn aus der Reserve zu locken. Vergebens. Ich glaube, er wäre bei mir nicht angesprungen und bei irgendwem anderen auch nicht, wirklich. Er hat gesagt, seine Batterie ist alle. Na, was sollst du zu einem Mann sagen? Man redet einmal mit den Damen, schaut den Charakter an, wie sie so sind. Und es hat eigentlich nichts gepasst für mich. Im Gegensatz zu Walter hat Thomas noch nicht die Hoffnung auf ein romantisches Tête-à-Tête aufgegeben. Und? Geht's gut? Ja, sehr. Ich möchte halt einfach nochmal sagen, dass du einfach von Anfang an meine Favoritin war. Das war von Anfang an, habe ich gesehen. Es war halt einfach die letzte Nacht, es hat mir zu denken gegeben, ob du nicht lieber nur Party machen würdest. Ich bin jung. Sagst du ja zu einem Einzeldate morgen, dass wir uns das nochmal in Ruhe anschauen, dass wir nicht zu dritt sein? Ja klar, sicher. Also, ja. Können wir schon machen. Freut mich. Ja. You got the love. Da hat der 22-Jährige aber nochmal Glück gehabt. Dass Nadim ihm noch eine Chance gibt, lässt wirklich auf ein verdammt großes Herz schließen. Ich habe ihr dann erklärt, dass sie immer die erste Favoritin war und wieso ich zu deinem Entschluss gekommen bin. Und ja, sie hat ja gesagt und freue mich schon auf morgen. Ja, der Thomas hat zuerst zwar die Isabel genommen, aber er hat sich dann nochmal entschuldigt für mich, bei mir. Und er hat mir auch gesagt, dass ich eigentlich von Anfang an seine Favoritin gewesen bin. Die 20-Jährige vergibt ihrem Casanova. Scheint, seine Ehrlichkeit hat sich bezahlt gemacht. Über Nacht ist das Tal zwischen den Dolomiten und den Karnischen Alpen eingeschneit. Heute haben die Single-Männer die Chance, ihre Favoritinnen bei einem Date zu zweit näher zu kommen. Hans und Hans-Jörg sind schon auf den Beinen. Ja, servus, Hans-Jörg. Ja, begrüße dich, Hans. Wie schaut's aus? Ja, gut schaut's aus. Hast du die Party gestern gut verdaut? Ja, ich schon. Du auch? Oh, ich habe da keine Probleme. Wie schaut's bei dir aus? Erzähl mal ein bisschen. Ja, bei mir schaut's ganz gut aus. Hast du mit der Marianne schon Schmetterlinge im Bauch? Oder wie ist dein Gefühl dabei? Sehr viele Gefühle für die Marianne.
Und das schon von Anfang an. Mhm. Ja, bei meinem Date heute will ich mit Marianne mal ausprobieren, ob die kochen kann. Aha, das finde ich eine sehr gute Idee, dass ich die Frau mal teste, ob sie kochen kann. Ja, weil das ist auch wichtig. Das ist wichtig, glaube ich. Und was steht denn bei dir an? Bei mir haben sie zu mir zu Hause eingeladen. Ich will ja mal ein bisschen auch den Hof näher zeigen, wie ich zu Hause wohne, wie ich lebe. Da wünsche ich dir heute einen schönen Tag und mach was draus aus dem Date. Ja, Hans-Wirk, viel Erfolg. Genau. Dankeschön. Servus. Servus. 15 heiratsfähige Frauen haben im Tal Einzug gehalten. Noch nie hat es für die Männer solch eine Chance gegeben. Heute dürfen sie sich keine Fehler erlauben. Nicht, dass die Damen auf Nimmerwiedersehen abreisen. Während für einige Damen die Chance auf die Liebe greifbar nah ist, müssen andere einer traurigen Wahrheit ins Auge schauen. Babsi wurde im Kampf um Hans-Jörg ausgerechnet von ihrer Freundin Natascha ausgestochen. Und wie war es gestern am Abend noch so? Ja, war recht lustig. Haben wir noch uns unterhalten. Und auf war ich bis um 12 Uhr. Hast du dann gleich schlafen können? Nein, ich habe nicht viel geschlafen. Wieso das leicht? Ja, zu viele Gedanken im Kopf. Also. Und bist schon ein bisschen verliebt? Verrate ich dir noch nicht. Sag's nichts. Nein, du bist gemein. Und bist du eigentlich beleidigt, weil ich jetzt den Hans-Jörg näher kennenlernen will? Nein, bin ich nicht. Also, wir haben gestern gesehen am Hof eben, ihr habt euch super unterhalten und man, eigentlich haben wir uns alle super verstanden. Ja, ich hätte mich vielleicht auch gefreut. Er ist ja wirklich so ein sympathischer, netter Typ. Man kann mit ihm wirklich gut reden, dass er vielleicht mir auch noch einmal zu einem Date eingeladen hätte. Eiszeit zwischen den Freundinnen. Babsi will nicht länger das fünfte Rad am Wagen sein. Babsi ist ein Mensch, der will im Mittelpunkt stehen und vielleicht hat er sich ein bisschen einsam gefühlt. Das ist schon ein bisschen ein Kribbeln im Bauch und es waren ja doch 20 Frauen und er hat sich für mich entschieden. Schau mal, wie es weitergeht. Ich wünsche dir eine gute Heimreise. Okay, tschüss. Papa. Ciao. Der 35-jährige Hans-Jörg erwartet Natascha bereits. Endlich kann er mit ihr alleine sein. Da soll natürlich alles perfekt sein. Are you lonesome tonight? Do you miss me? Weil heute ein besonderer Tag ist, habe ich mir das überlegt, das ein bisschen romantisch herzurichten, der Freundin gegenüber. Hans-Jörg spricht schon von seiner Freundin. Warum auch lange zögern, wenn die Richtige vor einem steht? Hallo. Ja, begrüße dich. Wie geht's dir denn? Danke, hallo. Super. Gut geschlafen? Ja, schlecht eigentlich. Warum schlecht? Zu viele Gedanken im Kopf. Zu viele Gedanken im Kopf gehabt. Die räume ich dir jetzt aus. Aha, okay. Ich hab was gemacht. Komm mit. Does your memory stray to a bright summer day? Ui, danke. Das habe ich heute vorbereitet. Super, danke. Im langen Denken habe ich was gemacht. Freust du dich? Ja, freue mich sehr, danke. Freust du sehr? Schön. Dankeschön. Dann probieren wir mal eins. Lecker. Nachher gut, ja? Also die Rosen haben mich sehr gefreut, weil ich Rosen eigentlich sehr gern habe. Das hat er auch gewusst. Die Kerzen, ja, hat mich überrascht und die Schokolade hat mich sehr überrascht. Das hat mich sehr darüber gefreut, dass er es für mich gemacht hat. Deswegen habe ich dich heute wieder zu mir eingeladen, weil ich einfach haben möchte, dass du eigentlich siehst, wie ich lebe und wie ich bin und was ich so mache und was ich auch zu mir zu Hause arrangieren kann. Mhm. Dass ich bin kein Partytiger, ich bin kein Gasthausgeher, ich mache das lieber bei mir zu Hause, weil ich der häusliche Typ bin. Okay. Is your heart? 3 Jahre ist Hans-Jörgs letztes Verhältnis zu einer Frau her, aber von seinen Gentleman-Qualitäten hat er nichts verloren. Für die Natascha ist momentan sicherlich eine kleine Flamme da. Und wir werden heute schauen, was beim heutigen Date rauskommt, was der heutige Tag bringt. Und ich hoffe, dass ein großes Feuer entstehen kann. Also es sind sicher schon Schmetterlinge im Bauch. Und ich hoffe, es geht weiter, sodass wir es näher kennenlernen. Dann ziehen wir uns ein bisschen eine Arbeitskleidung an. Okay. Und dann gehen wir hinaus in den Stall. Okay, dann gehen wir. Passt, okay. Ich würde sagen, also die Gefühle, die sie hier hat, die spürt man sehr, weil sie relativ aufgeregt ist. Und ich würde auch sagen, dass so eine kleine Flamme entstanden ist.